hier mit bekannten Autorennerin Karina Türler. Als sie gerade von dem Nürburg abfiel. Lass uns jetzt reingehen, wo Reporter Lynn Jansen ist. It's recording. Oh! Hallo Welt, Lynn Jansen hier von der Deutschen Welle. Heute werden meine lieben Kollegen und ich, Karina, ein paar Fragen über alles Porsche fragen. Also Karina, wie wurde Porsche erfunden? Porsche wurde in 1931 in Stuttgart erfunden, als Werner Porsche. Aber jetzt gehört es zur Porsche-Familie. Und 49,9% der Firma gehört zum Volkswagen. Noch irgendwas? Die Scheinwerfer des 911 sind aufrecht, weil uns die Porsche geraubt hat, dass die Fahrer immer am Auto die Ordnungen erkennen sehen soll. 911 Turbo ist das bekannteste Modell von Porsche. Porsche hat 5 Modelle, Boxster, 911 Modellen, Cayenne SUVs, Carrera und das neueste Modell Porsche Panamera. Porsche 356 war das erste Modell von Porsche. Was ist denn typisch Porsche? Was traditionell für Porsche ist, ist, dass der Motor hinten am Auto ist und nicht vorne. Ferry Porsche, Ferdinand's Sohn, hat das erste Modell von Porsche erfunden, weil kein anderes Auto gefällt ihm. Go ahead. Wann ist Porsche publik gegangen? In 1984 ist Porsche publik gegangen. Zuerst waren sie privat und eigentlich nur für Autohändler gedacht. Danke, Karina. Okay, lasst uns jetzt wieder nach draußen zu Daniela gehen, damit Karina uns ihr neues, tolles Auto zeigen kann. Kameraden. Ich bin Lynn. Ich bin Karina. Ich bin Daniela. Und unsere Präsentation ist über Porsche. Wir sind heute an diesem kalten Tag hier mit bekannten. Porsche hat 5 Modelle, Boxster, 911 Modellen, Cayenne S, just to say SUVs, SUVs. Porsche hat 5 Modelle, Boxster, 911 Modellen, Cayenne SUVs, Carrera und das neueste Modell Porsche. Ich bin 911. 3. Das. Das Ende.